Jetzt am Start haben wir das Losers Final, bestehend aus Konati, der vorhin gewonnen hat gegen Dennis, und Arthur aka Karon, der absolute Ausnahmefavorit ist in diesem Match. Denn Karon ist im Allgemeinen deutlich besser als Konati. Und das sagt deren Set History auch aus. Natürlich, Karon. Schöner Start von dir. Okay, okay. Konzi mit einem soliden Punish. Oh. Double Jump gone. Er will zu sehr extenden. Oh mein Gott, das war eine komische Interaktion, aber wir nehmen es. Wir nehmen es. Jetzt ist Arthur aber an der Reihe, aber er kann nichts daraus machen und Konzi zieht den ersten Stock. Also bis jetzt good looking shit für Konzi, den Hot Arts zu Sommer. AKA Kobobi. AKA, es ist nicht mehr Sommer, das heißt, dieser Tag ist nicht mehr ganz valide, aber wir nehmen es. Okay, interessante Api von Arthur, was auch immer er genau vorhatte. Aber er kriegt die Grabs, die er will, aber er kann leider keine Conversions bekommen. Ja, immer wieder keine Conversion des Grabs. Das muss er besser machen, denn sonst zieht Konzi einfach so ein. Okay, wir haben immerhin 120 Zuschauer, das ist doch schon mal sehr solide. Danke an alle, die geblieben sind. Das ist mindestens 120 mehr als sonst. Das ist mindestens 120 mehr als sonst, das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Normalerweise schaut hier fast niemand rein, außer die Leute, die nicht hier sein können. Jan müsste eigentlich auch mal in den Chat kommen irgendwann, der ist nur krank. Kommt doch an, was er macht. Ja. Ich meine, wenn du krank bist, was machst du schon großartig so? Außer im Bett liegen, Tee trinken und irgendwelche Videos glotzen. Mehlig du. Ja. Oh, schöner Crouch-Cancel von Konsti an der Stelle. Er hat sich nur leider etwas überschätzt in seinem Können offstage, denn jetzt wird er komplett hops genommen dafür. Und das war's mit dem Stock. Und so leicht schenkt man Arthur einen Stock. So schnell kann das gehen. Wunderschöne Conversion von der Kante des Arthur. It is over. Und trotz des guten Starts des Konati Boy ist es trotzdem ein Ein-Stock-Lead, ganz solide für den Arthur, denn er hat über das ganze Spiel hinweg einfach mehr abusen können, mehr Punishes rauskriegen können, mehr Prozente, mehr Schaden. Und das rechnet sich irgendwann. Bermuda Triangle DI hat man gesehen. Das war es auf jeden Fall für den Stock. Das hat Arthur nicht kommen sehen. Aber das scheint ihn wenig zu interessieren, denn er macht einfach weiter mit dem, was er vorher gemacht hat. Und zwar Konati die ganze Zeit outspacen und ihm weiter Prozente geben, bis er tot ist. Das war eine schöne Demonstration von dem, was ich gerade gesagt habe. Jojo ist eine sehr interessante Person. Seit eben kommt er in Volleyballklamotten, jetzt in einem Halloween-Kostüm. Ja. Schönes Kostüm. Thank you.
Oh mein Gott, dieser Edgeguard. Lol. Was für geiler Edgeguard. Ja, Mann. Ja, schön. Boah, das kann der sein. Okay, Genöskes, was geht ab? Seid ihr überhaupt ready für diese Top 3, Leute? Seid ihr ready für Consti gegen Arthur? Arthur hat das erste gewonnen. Wo waren sie auf Battlefield? Glaub schon, ja. Okay. Das ist doch der Stock. Let's go. Okay, Consti mit einem vollen Stock vorne, das ist ja schon mal nicht schlecht. Da kann man drauf aufbauen. Aber Arthurs Punish Game ist leider auch insane. Nice. Oh, schön. Oh mein Gott, du stoppst nie. Das kann er. Bro, Witzki. Okay, ja, aber mit dem Edgeguarden, da hapert es noch ein bisschen. Und jetzt war ja eine beschissene Situation, aber für Falcon gar nicht so schlimm, weil Falcon kann ja jederzeit mit einem kurzen Dash-Input und Sprung auf der anderen Seite der Stage sein. Also an der Kante zu sein, ist nicht so super schlimm für ihn. Ja. Es sei denn, der Gegner readet, dass er springen wird. Aber mit Marv ist es ein bisschen scheiße. Wenn du einen Sprung readest, dann hast du ja halt trotzdem, also Up-Tilt dauert zu lange. Ich glaube, Forward-Air könnte funktionieren, dauert aber auch ganz schön lange. Also ich finde Falcon in der Edge, in der Corner gegen Marv gar nicht so schlimm. Oh, da hat jemand seine Amstertex nicht gegrindet. Ich sehe schon. Oh, und dann ein bisschen zu schissig am Drift. Diesmal hat das nicht was geschafft. Was ist mit deinem Controller los? Oh, manchmal kann man auch einfach mit der Down-B, mit der Side, nee, Down-B kommen. Das ist meiner, ja. Und ja, ich weiß, dass und da steht es 1-1. Das ist schon seit 2 Jahren so. Kannst du ja bei Niki fragen. Sie kann das braiden. Stimmt, Anni kann das bestimmt reparieren. Nee, Anni kann das sogar braiden. Ah, nice. Dann kannst du Farbe aussuchen und dann wird das... Stimmt, mein Controller hatte auch so ein Ding. Ja, true. Solange mein Controller nicht kaputt ist, davon nehme ich hin. Hey, Luis Bamanabuni, ich habe davor gegen Consti verloren 3-0 und er hat gesagt, ich werde salty sein danach und ich war es nicht. Stellt sich raus. Ich gönn ihn. Oh mein Gott. Ich gönn ihn. Ich bin stolz darauf, dass du diese Mentalität geändert hast. Let's go. Oh mein Gott. Und? Stomp, stomp nie. Manchmal reicht Stomp nie nicht. Bei 69%. Ja, bei 69 ist einfach nice. Also geht, das ist ganz normal. Das ist sein Urzustand. So spielt er immer. Nein, sie fragt, warum er so cute ist. Ja, was ist da mal? Das ist das zweite Mal, warum das Oh! Das ist der Stock. Das ist der Grund, warum Consti cute ist. Die viel bessere Frage ist, warum ist er so hart heute? Cool Atze Herbst hat noch nicht ganz angefangen, denn Consti spielt verdammt nochmal Hass. Oh, Atom, sehr weirden Grab. Ich will ganz dringend diesen Win haben, das hat er mir vorhin erzählt. Ah, okay. Er möchte mal gegen Niki spielen. Consti hat uns vor dem Spiel verraten, dass er das Spiel unbedingt gewinnen will. Oh nein, er hatte Dings Tumble, Alter. Dieser Peachman ist nie salty. Ey, Luis Bamanamuni, du kennst mich nicht so gut, aber ich habe eine History of being salty auf jeden Fall. Oh no, das könnte der Stock sein. Er macht keine Down-Air? Nein, wie war das ein Tipper? Okay, Arthur findet den Ausgleich relativ schnell. 2 Stocks, 2 quick ones. Already getting there in the perfect line. Oh mein Gödi, Allah, okay. Das war wirklich der absolute Showcase-Cheese-Stock. Das war ein Mew2King-Stock. Das war der Mew2King Game 4-Stock. Ja, ist wirklich so. Oh, what? 4 quick ones. Already on the perfect line. 3 quick ones? Ja, Mann. 420. Oh mein Gott. Das ging sehr schnell den Bach runter mit Konstantin. Ich glaube, er wird ziemlich Tilter drüber sein. Wenn er das nicht ist, Respekt. Er ist auf jeden Fall, er ist ein kleiner Tilter. Also historisch gesehen ist er ein kleiner Tilter. Ey, man muss sich aktiv dagegen entscheiden zu tilten. Einfach in dem Moment muss man sich sagen, ach so, nee, stimmt, ich bin ja gar kein Vollidiot. Und dann... Das war die zweite, Consti hat es gecounterpickt. Ja. Consti wollte illegal moves pullen, aber Arthur hat none of it. Ja, es war die zweite. 2-1 steht's. 2-1. Dieses Game zählt nicht, sie haben sich auf die Stage, auf die falsche Stage begeben. Und jetzt kommen wir wirklich zu Game 4. Oh, Arthur, Grand Final. Grand Final Hive. Cleaner JV5 von Karan an diesem Punkt, True Champ. Okay. Das ist meins. Sehr wichtig. Jonas darf das nicht vergessen. Pass ich schon auf. Und Backthrow natürlich. Oh, aber wenn Consti einfach einen Ramen Nudel gemacht hätte, wäre das gar kein Problem gewesen, daran den Stock zu holen mit dem Anti-Cheese sozusagen. Er ist aber auch ein sozialer Mensch. Sowas kann er schlecht nehmen. Hä? Arthur wollte ihn cheesen, also weiß ich nicht. Arthur hat ihn schon so oft geschießt in dem. Ich wollte gerade sagen. Let's game. Aber es ist Blame it on the character. Ja. Oh nein, Consti hat seinen Dash-Input verschissen.
Ja, das ist halt das Problem. Okay, und das müsste es aber dann sein mit dem Stock, ja. Und dann holt Konzi den ersten Stock nach einigen Querelen ein Auf und Ab, ein Hin und Her, aber Konzi hat es geschafft, 69, aber er bleibt im Juggle. Bleibt im Juggle. Oh, und jetzt nicht gejuggelt. Jetzt ist Konsti unten, Arthur oben. Ist immer eine schwierige Situation, über Marv zu sein, aber auch unter Falcon zu sein, ist schwierig. Also die beiden wollen im Prinzip genau das Gegenteil. Nee, die beiden wollen genau das Gleiche. So. Oh, kriegt Konsti das Edgeguard. Schön mit dem Rejump, aber es hat nicht gereicht. Wenn beide genau das Gleiche wollen würden, wäre das eigentlich sehr interessant. Ja, ist ja sehr interessant. Die wollen ja beide nicht, also die wollen beide am Boden sein sozusagen und den anderen über sich haben. Richtig, aber wenn der eine will, dass er unter dem anderen ist und der andere will unter dem anderen sein, dann beide im Prinzip dasselbe wollen. Das ist das Peach-Marv-Matchup. Das ist das Peach-Marv-Matchup. Das funktioniert so rum. Sie wollen, also die wollen, nee, es ist genau das Gleiche. Ich bin dumm. Anyway, Arthur wieder mit two quick ones hier. Oh, Arthur kriegt aber den Texture auf der Plattform nicht, aber ist immer noch im Punish und Konsti hat sich jetzt freigelaufen. Er hat sich ein bisschen zwei Runden um Platz gerannt. Oh, Arthur hat keinen Sprung? Ah, er hat doch einen Sprung, okay. Oh mein Gott, der Cornet Deeps. Und das war's dann mit dem Stock. Guter Tag von Arthur, aber Konsti war ready. Diesmal hat er sich an die Kante gehangen, wie er es im ersten Stock hätte tun sollen. Bisschen Redemption, aber er ist viel zu weit hinten jetzt inzwischen. Und es wird nur noch schneller. Aber bei Captain Falcon geht's halt schnell. Und es kommt noch härter. Oh. Es werden immer mehr Downfields. Wow, das Weak Knee macht immer noch 6%. Holy kommt. Fuck, okay. Aber ja, Konzi kriegt das Texture auf die Plattform nicht. Ich weiß nicht, ob er seinen Dash-Input verkackt hat. Oh mein Gott, ja. Wow. Arthur hat sich den Kopf gestoßen, aber absichtlich, wie es ausschaut. Denn das war eine sehr gute Recovery dann. Und das hier wird der Stock sein. Und Konzi auf Tournament-Stock jetzt. Er konnte das Dreamland-Game holen. Kann er hier auch noch mal ein bisschen die Magie ins Spiel bringen? Ist doch die Frage, die wir uns alle stellen sollten. Konsti, er wird gerade gepunished. Jetzt ist er in der Kante. Ja, und wie wir in dem Dreamland-Game gesagt haben, ist es nicht so schwer für Falcon, aus der Kante von der Kante wegzukommen gegen Marv. Aber er hat es diesmal nicht geschafft. Er frisst und frisst und frisst Prozente. 92 inzwischen, 105 und er ist offstage. Er hat seinen Rejump weise genutzt, um an die Kante zu kommen, aber Arthur immer noch am Drücker. Okay, jetzt hat Konsti mal ein Opening bekommen, aber konnte nicht converten. Und das könnte das Spiel sein und ja, das ist es. 3-1 für Arthur. Und jetzt muss er im Grand Final, er darf gegen Nicky, den ultimativen Ice Climbers-Experten. Der Updog. Der Updog, genau, es war 3-1. Er hat das Dreamland Game gewonnen. Und ja. Konsti, ja, zeigt, dass er ein bisschen Kampf in der Brust hat noch, aber es hat nicht gereicht. Es war ein einziges Match, wo ich nicht nur SD. Er hat sich buchstäblich verarschen lassen die meiste Zeit und das ist natürlich problematisch, ja, keine aber Frage. Ja, ich mach die ganze Zeit Misinputs, ich ficke alles. Unser Interview mit dem drittplatzierten Konsti hat in diesem Moment begonnen. Er wird anfangen, sich zu beschweren. Und ich ficke dieses Spiel. Okay. Es ist immer besonders schön, Konsti, wenn man das von demjenigen gehört, der einen 3-0 hat. Danke, Konsti. Ja, können wir gleich schon mal machen. Ne? Ja.